ersten 20 Minuten war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, wobei ich sagen muss, dass Cosmos vielleicht ein bisschen besser war. Machen natürlich dann die Tore über außen. Das Konterspiel war super heute. Schnell durchgespielt, reingesteckt und endlich mal die Chancen reingemacht in der ersten Halbzeit, die wir sonst liegen lassen. Wobei ich natürlich sagen muss, in der zweiten Halbzeit haben wir so viele Chancen, also wir müssen nochmal locker 5 Tore schießen. Ja, eigentlich soll man sich ja nicht äußern am Spiel. Zur Halbzeit war ich stinksauer, muss ich sagen, also wie wir uns da präsentiert haben. Nach 25 Minuten, davor haben wir, fand ich, gut gespielt, hatten Chancen. Spielanteile lagen auf unserer Seite, nur wir haben das überhaupt nicht umgesetzt, was uns stark macht. Das Teamgefühl, Zweikämpfe zu gewinnen und halt Fußball zu spielen, aufzubauen, das hörte nach einer Schlüsselaktion hier an der Seite, hörte das auf. Rechte Seite, Torwart spielt den Ball ins Aus, ohne Not, und dann sah man, wie Leute haben die Köpfe hängen lassen. Wir haben es geschafft, gekämpft, wir können es auch besser, wir hätten auch mehr schießen können. Aber am Ende spricht das Ergebnis ja für sich dann. Ja, eigentlich ähnlich wie bei der Mannschaft. Ich habe auch alles versucht, aber weiß nicht, nach 5-6 Minuten schon auf dem linken Fuß eine gute Aktion im Strafraum. Wenn der reingeht, dann sieht das hier wahrscheinlich nicht anders aus. Dann eben kurz vor Schluss nochmal quasi alleine vor dem Torwart, auch nicht drin. Dann ja, ist mal so, aber ich denke, es sollte trotzdem reichen. Hatte natürlich eigentlich das Ziel, die 30 noch irgendwie anzugreifen. Das wird jetzt schwierig mit nur noch einem Spiel. 4 Tore, mal gucken. Der ist sonst explosiver, muss man sagen. Hat dann auch ein bisschen Pech gehabt, hat einen Kopf hängen lassen. Deswegen war er ein bisschen müder als sonst. Und der das Tor geschossen hat, der Lutz, das ist ein A-Jugendspieler, der hat das erste Spiel für uns gemacht. Und so wollen wir auch arbeiten. Diese Saison haben wir sie schon mit im Trainingslager gehabt und nächste Saison greifen die A-Jugendlichen bei uns richtig an. Fürs Saisonfinale einfach gewinnen. Uns auf nichts anderes konzentrieren, nur gewinnen.